Man hat mir gesagt, es sind zu wenig Frauen. Ich bin die Frauenquote. Und seit ich weiß, dass ich hier reden werde, habe ich schlaflose Nächte. Ich habe meine Freundin gefragt. Sie meinte, es soll kurz sein und etwas, was man nicht schon 100-mal gesagt hat. Ich denke, das ist blöd von mir. Soll ich nicht doch lieber schweigen? Denn ich lese Umfragewerte. Wer schweigt, bekommt die höchste Beliebtheit. Soll ich ein Gedicht vorlesen? Ich hätte gerade ein passendes. Oder soll ich von den vielen netten Flüchtlingen sprechen, die ich bei meiner Arbeit kennengelernt habe? Aber nein, ich erzähle euch etwas ganz anderes. Denn während ich mir diese ganzen Dinge überlege, höre ich immer lauter im Hinterkopf ganz andere Gedanken, wie Hagelkörner immer lauter an die zerbrechliche Scheibe meines Gutmenschentums schlagen. Und zwar, was wird meine Familie denken? Was sagen meine Arbeitskolleginnen? Der nette Nachbar, der mir manchmal hilft? Der Mann, der sympathische auf der Bank, der meinen Kredit bewilligen soll? Sind sie vielleicht anderer Meinung? Ja. Und da gibt es noch eine unendlich lange Liste davon, die ich euch jetzt ersparen möchte. Denn wie die meisten Menschen ist mein Befinden stark davon abhängig, wie mir die anderen Menschen gegenübertreten. Und es gibt keine Macht, die klein genug ist, dass sie nicht missbraucht werden kann. Und gleich gestern, da kam es dann auch, vorgestern jetzt, da sagt mir einer, und du willst dich jetzt für diese Mörder einsetzen. Ich war sprachlos, denn ich bin oft sprachlos. Aber was soll die Abschiebung vorbildlich integrierter Menschen zur Gewaltprävention beitragen? Auch für sie sind solche Ereignisse katastrophal. Denn die durchaus berechtigte Wut ergießt sich immer über die Falschen. Der Wind wird eisiger, die Hagelkörner werden größer, meine Scheibe ist nicht versichert. Soll ich vielleicht absagen aufgrund der Ereignisse? Jeder würde das verstehen. Oder wegen Bauchweh, das würde sogar stimmen. Denn natürlich bin ich gegen Gewalt. Ich bin sogar gegen Gewalt an Tieren. Und etwas beschämt denke ich an die vielen Menschen, die auch früher schon einmal geschwiegen haben, die weggeschaut haben, nur ihre Pflicht getan, denn hier bei mir, da geht es ja nicht so um viel. Natürlich werde ich meine Wohnung nicht verlieren, natürlich werde ich meine Arbeit nicht verlieren. Und darum bin ich jetzt hier, für mich, damit es nicht auch für mich einmal um mehr geht, für die, bei denen es jetzt schon um alles geht. Gegen das Schweigen, für ein humanitäres Bleiberecht und für eine differenzierte Betrachtung der Dinge. Bravo. Denn ich weiß, jede Stimme zählt. Aber nur viele Stimmen können etwas bewirken. Und so möchte ich abschließen mit einem Zitat von meinem alten Freund Albert Camus, das so lautet: Ich sage nur, dass es auf dieser Erde Plagen und Opfer gibt und dass man sich so weit wie möglich weigern muss, auf der Seite der Plagen zu stehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.